Also was soll man sagen? Das Interieur, man hat sofort das Gefühl, in dem gemütlichen Wohnzimmer zu sitzen. Nicht im Wohnzimmer vom Opa, wie beim Volvo. Auch wenn das jetzt sehr negativ klingt, ich meine damit nicht so minimalistisch, sondern alles ein bisschen moderner, so wie sich jüngere Leute in ein schickes, modernes Wohnzimmer einrichten würden. Viel, viel Leder, es schaut gut aus, es fühlt sich gut an. Das Lenkrad ist auch schön. Lexus wird auch Premium gelebt. Denn gut, gefällt mir. Also das erste Feeling hier drin in dem Auto, das ist schon. Ihr seht es vielleicht in meiner Reaktion, ich muss auch sagen, ich musste jetzt das Fahrzeug schon bewegen. Ich konnte es diesmal nicht ganz eins zu eins anfangen. Aber es sitzt sich sehr gut, es fühlt sich gut an. Es hat nicht so, wie was ich beim X3 das Feeling hatte, so diesen Nutzfahrzeugcharakter. Nicht wie beim Volvo, also beim Volvo so wohlig, aber dennoch irgendwie modern und cool. Jetzt gucken wir mal, kann der Golf. Es geht schnell, das macht. Ich habe es direkt hier vorne drin. Auch mit Satellitenansicht, das gefällt mir ja sehr gut. Aber jetzt hören wir mal auf zu quatschen und gucken mal, wie bewegt sich denn dieses britische Wohnzimmer. Wir fahren ja jetzt hier mit dem 2 Liter Diesel. Aber wir haben ja schon mal schön leichtgängig beim Auto und es wird direkt zügiger. Also wir sehen es, ich würde mir jetzt behaupten, wenn wir so unter 10 km/h fahren, sowas, es ist sehr, sehr leichtgängig, so schön zum Parken und zum Rangieren und danach wird es deutlich, deutlich straffer. Was ich aber okay finde, denn ich mag eine straffe Lenkung, ich mag nicht, wenn das so wabbelig ist. Wir haben ja hier, was ich sagen wollte, den D200, also einen 2 Liter Diesel. Wir haben hier um die 210 PS, was natürlich klar ist, das können wir jetzt nicht so mit einem Alfa Romeo, mit dem Benziner, den ich dort hatte, vergleichen. Das ist klar. Das ist dann eine ganz, ganz andere Welt. Hier geht es ja auch gar nicht hier um den Vergleich der Motorenleistung. Ich meine, klar, das ist ein größerer Motor, dass er schneller ist und sowas. Das wissen wir. Die Sache ist aber, wenn die Fahrwerke gleich verbaut sind, weiß ich ja trotzdem, wie fühlt sich das an, wenn der mit 100 in einer relativ engen Landstraßenkurve da rumfährt. Darum geht es mir ja auch. Dieses ganze Feeling zu erleben. Dass ein größerer Motor schneller ist und mehr Spaß macht, das ist klar. Den D300 hat man als Vorführer leider nicht da. Also das ist dann der 3 Liter Reihensechser von BMW. Wo gerade bei Motoren und Jaguar sind, wo gerade hier im Stadtverkehr eh noch ein bisschen hier mitfließen oder eben gerade nicht. Motoren bei Jaguar hatten ja immer so ein bisschen, haben wir so ein Rufproblem, würde ich jetzt mal sagen. Und auch Freunde von mir, die Jaguar fahren, hatten das Problem, dass die teilweise bei 25.000, 30.000 Kilometer den ersten Austauschmotor brauchten. Was an sich nicht schlimm ist bei Jaguar, denn man hat 5 Jahre lang Neuwagengarantie. 5 Jahre Neuwagengarantie, das ist eine Ansage. Das haben die deutschen Premiumhersteller alle nicht. Und die haben auch immer, meine Kumpels haben immer neue Motoren bekommen, das war gar keine Frage. Da hat man auch gar nicht diskutiert, ja, Motor, irgendwas kaputt, okay. Man weiß doch bei Jaguar, was die Probleme sind. Tatsächlich das Interessante ist, dass diese Probleme vor allen Dingen in Deutschland auftreten. Und was haben wir in Deutschland, was die anderen Länder nicht haben? Tempolimit. Also, nee, andersrum, wir haben kein Tempolimit. Und anscheinend kommen diese Jaguar, also gerade der 2 Liter Diesel war wohl ein Problem oder ist ein Problem. Der kommt wohl mit 200 auf der Autobahn dauerhaft nicht so gut her. Und da gibt es einfach ein paar Probleme. Das ist eben so. Aber wie gesagt, durch die Garantie dann mit abgedeckt. Was ihr jetzt schon hört, das Piepen. Das gefällt mir tatsächlich sehr gut. Dieses ganze, das Blinken und diese ganzen Töne. Die sind nicht so, auch das Blinken ist nicht so ein wie so ein Pferd, was hier vorbeitrabt, sondern ihr werdet es gleich hören, das ist so ein ganz sanftes, ja, wir teilen den anderen auf der Straße mit, wo wir lang wollen.
uns, wir selber wissen das ja, wir brauchen diesen Blinkerton nicht so laut, nur um zu wissen, dass ein Blinker gerade gesetzt ist. Das ist schön, weil wir hatten es beim Maserati Grecale, der Blinkerton dort war, ach so, nein, wir können da ja nicht langfahren. Der Blinkerton dort war ja unterirdisch. Da klang er wirklich wie ein Pferd, was vorbei galoppiert. Man fühlt sich wirklich wie in einem schönen Wohnzimmer, in einem schönen komfortablen, auch wieder hier die relativ schlechten Straßen hier so wegdämpft. Alles komplett tiefenentspannt. Und wirklich angenehm. Das auf einem wirklich geilen Feeling. Ja, und hier im Infotainment, ich weiß jetzt nicht, wie es dann ist im volldigitalen Tacho, aber hier ist natürlich so platzmäßig das ein bisschen kleiner. Wenn ich jetzt hier eine Kreuzung ranfahre, ist dieser Ausschnitt der Kreuzung relativ klein. Ich kann mir vorstellen, wenn die Kreuzung so ein bisschen unübersichtlicher ist und wir in der Stadt unterwegs sind, dass das vielleicht so ein bisschen schwierig wird. Ich meine, wir haben natürlich hier noch den großen Display, können uns hier auch die Karte anzeigen lassen. Klar, aber wenn wir jetzt nur damit fahren würden, könnte ich mir vorstellen, dass es ein bisschen tricky manchmal ist bei komplizierten Kreuzungen. Der hier, der kommt jetzt ohne Head-Up-Display, ohne 360-Grad-Kamera, weil das wurde damals bestellt, als das noch nicht so lieferbar war, Thema Chipkrise und sowas, gibt es aber an sich. Das spricht natürlich schon mal im Vergleich zu Alfa Romeo wieder für das Auto. Also diese ganzen Komfortfunktionen, da hat Jaguar hier ein bisschen mehr zu bieten. Hört ihr dieses Blinken? Das ist leise, ruhig und angenehm. Auch ein leichtes, nicht so ein Klack, wie es zurückschlägt, sondern so ein leichtes, es schlägt zurück. Die draußen wollen wissen, wo wir langfahren. Wir wissen es selber. Also müssen wir auch nicht mit sowas genervt werden. Aber wir haben ja eine, das wollte ich sagen, da waren mir die im Autohaus sofort sympathisch. Wir haben das ja jetzt vom Autohaus Jolik hier in Leipzig. Und die haben mir erzählt, was die hier auf die die haben eine freiprogrammierbare Taste am Lenkrad. Und was die dort immer sofort drauf programmieren, welche Funktion, ist das Ausschalten der Start-Stopp-Funktion. Denn man will die Motoren schon, es ist einfach nicht gut für den Motor. Hier auch entspannt auf der Landstraße, entspannt im Verkehr. Wie sich eine Kurve verhält, ich würde mir ein bisschen mehr Halt in den Seitenwagen von den Sitzen wünschen. Das ist dann ein bisschen zu wohnzimmermäßig. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch extra Sportsitze gibt, die man sich bestellen kann. Da packt einem natürlich die italienische Sportmentalität von Alfa Romeo mehr. Was haltet ihr eigentlich von diesem roten Interieur? Also ich finde, bei dem Auto kann man das machen. Ansonsten, also würde ich mir so bestellen, weiß ich nicht. Ich glaube, mit Bezug auf, also wenn ich ihn mir kaufen würde, mit Bezug auf, ich will ihn irgendwann mal wieder verkaufen, schwierig, müssen wir wahrscheinlich mal drüber nachdenken. Auch an sich, es könnte ein bisschen weniger rot sein. Ich fände es schön, wenn man hier drinnen die Mittelkonsole, hätte man die trotzdem noch mit schwarzem Leder bezogen. Ach so, apropos Mittelkonsole. Wir haben ja unten nochmal ein großes Fach unter der Mittelkonsole. Also wirklich mega viel Stauraum. Das habe ich vorhin erst gar nicht gesehen. Hatte das zufällig gesehen. Ich bin vorhin noch im Büro vorbeigefahren, um dir das Auto mal kurz zu zeigen. Die Außenwelt wird schön weggedämpft. Ja, der Diesel ist ein bisschen laut, wenn ich raufdrücke. Der erinnert mich nochmal, ja, ich bin im Auto, ich bin nicht im Wohnzimmer, du bist gerade unterwegs, schlaf bitte nicht ein. Auch hier intelligentes Allradsystem, die Kraft geht hauptsächlich, wenn ich es richtig gesehen habe, frage ich mich gerne mal nach, an die Hinterräder und schaltet sich dann intelligent an die Vorderräder dazu, so wie man es braucht. Aber diese Farbkombination gefällt mir sehr, sehr gut. Ein bisschen zu viel Rot, aber es gefällt mir echt gut. Witzigerweise, als ich damals im Auslandseinsatz war, wollte ich mir nach dem Einsatz ein Kia Optima kaufen damals, weil ich sage hier Skoda VRS und diese ganzen Sachen, die fährt doch jeder, das sehe ich den ganzen Tag. Und ich finde den Kia Optima so cool, den sieht man so selten.
Und ich wollte den in weiß mit schwarzen Applikationen und roter und rotem Leder. Also so wie diesen Jaguar hier, diesen Jag. What you mean is this car slightly caddish? Mm. That's what you actually mean. Yes. Is the person who drives it a bit, oh, what's the word? I'm not quite sure how to sum it up, but the sort of person who would go away for a weekend with his wife to a hotel, some romantic place, and spend the entire night flirting outrageously with a waitress, and it's okay because he's got a Jag. That's a Jag drive. You can get away with anything. I'm terribly sorry. I ran over your dog. Oh, in my Jag. Is it fair to say, do you think, that no Jag driver is ever entirely trustworthy, but it's in a really nice, likeable way? Because yes, if you went to a prison, forget the sort of stabbists and the, you know, the strangers, the ones who are in there for a bit of tax dodging. Yeah. I bet 80% have got Jags. You know what I mean? Hey? You got a Jag. Who here's got a Jag? Der große Unterschied zum Volvo, ich hab's ja schon gesagt, so Thema Minimalismus, Moderne und sowas, ja. Also, ja, der hat hier mehr Einstellungsmöglichkeiten. Der ist nicht so minimalistisch und sowas. Was aber noch ein großer Unterschied ist zum Volvo, beim Volvo hat man ja gar nicht die Lust zu sagen, okay, ich will jetzt aber ein bisschen schneller fahren. Ich will hier nicht nur durch die Gegend tuckeln oder Tempomat 100 anmachen und mir ein Hörbuch anhören. Das Gefühl hat man hier so nicht. Das ist wirklich, dass man sagt, ich will hier komplett entspannen. Was man hätte trotzdem noch so ein bisschen das Gefühl, hey, wenn ich es eilig habe oder wenn ich mal einen Termin muss oder die Straße ist frei, na komm, dann gehen wir mal ein bisschen Gas. Und das trotzdem jetzt nur das 2-Liter Diesel, der hier drin ist, aber einfach vom Feeling. Ich finde, das ist eine richtig, richtig schöne Kombination aus Komfort und Sport. Natürlich mehr mit dem Fokus auf Komfort. Also eigentlich so ein bisschen das Gegenpendant zum Alfa Romeo. Der Alfa Romeo hat Sport und auch ein bisschen Komfort. Ein bisschen klingt zu wenig. Der sportlich unkomfortabel, der Stelvio, aber mit dem Fokus ganz klar auf Sport. Und hier ist es andersrum. Wir haben hier sportlich unkomfortabel, so vom Feeling, mit dem Fokus auf Komfort. Was ihr auf alle Fälle schon gemerkt habt, beim Schalten in den Sportmodus ist das nicht wie beim Alfa. Der ganz klar, man merkt richtig, wie er in Sportmodus schaltet. Man merkt, wie er gleich einen Gang zurückschaltet, wie sich alles strafft. So richtig, als ob jemand, wenn er anfängt zu pumpen, mit dieser Pressatmung, dieses. Das hat man hier im Jaguar nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt kein adaptives Fahrwerk hat. Das werde ich nochmal in Erfahrung bringen. Oder vielleicht will er das auch gar nicht, weil er halt mehr den Fokus auf das Komfort legt. Und wenn man wirklich sportlich haben will, dann muss man sich halt die SVR-Variante holen. Was man auf alle Fälle sagen kann, trotz Sportmodus, ich nehme fast an, dass der keine adaptive Dämpfer hat. Denn es ist immer noch wirklich sehr, sehr komfortabel. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie was härter merke auf der Straße. Ich nehme an, das wird nur der Klassiker sein im Sinne von Ansprechverhalten, Motor, Zeitpunkt des Schaltens und Co. Das ist natürlich ein Moment, wo der größere Motor schön wäre, aber auch das, der braucht ein bisschen, aber der zieht gut durch. Der wird jetzt auch nicht so schnell, dass man merkt, boah, jetzt geht er hier schon die Saft aus. Auf der Autobahn wird es natürlich was anderes sein. Also auf der Autobahn ist es auch so, ich habe vorhin mal gefahren, bis zu 170, 180, da kommt er wirklich zügig, also angemessen für, wenn man bedenkt, was der für ein Gewicht mit sich schleppt, was der für eine, mit der Leistung im Vergleich. Aber absolut nichts, wo man sich denkt, ey, da komme ich ja nie, brauche ich ja gar nicht den Überholvorgang erst beginnen. Was auch eine Sache ist, die man wirklich merkt im Vergleich zu den. So. Eine Sache, die man wirklich merkt im Vergleich zu den deutschen Herstellern. Wirklich. Ist der Punkt der Probefahrtvereinbarung.
Ich verstehe das, dass man bei den Probefahrten so ein bisschen vorsichtig ist, um nicht jeden Typen, der einfach mit seiner Freundin imponieren will oder sonst was, dass nicht jeder mit durch die Gegend fährt. Was ich aber total interessant finde, als ich den mit dem Jaguar-Verkäufer darüber gesprochen hat, hat er gesagt, ja sicher. Natürlich gibt es auch Leute, die einfach nur, um mal einen coolen Tag zu haben oder einen coolen Abend irgendwie Freunde oder Freundinnen imponieren wollen, die anfragen. Das ist aber gar nicht so schlimm für ihn. Also natürlich im Rahmen, er will natürlich trotzdem sein Geld verdienen. Aber er sieht das gar nicht so schlimm, weil bei solchen Marken, die so ein bisschen unterrepräsentiert sind auf der Straße, wie Jaguar eben, kann man sich freuen. Also jedes Auto mehr auf der Straße hilft halt der Sichtbarkeit, dass Leute sagen, boah, was ist denn das für ein Auto? Ich will das auch mal fahren. Oder wenn man dann halt eben genug Geld hat für so ein Auto oder andere Leute das sehen, die dann sagen, hey, muss ich mir wirklich irgendwie den X3 oder den X5 oder sonst was im Leasing holen? Warum denn nicht einen Jaguar, einen Jag? So, das ist jetzt ungefähr der gleiche Motor wie im X3, die gleiche Strecke. Der X3 kam mit dem Sportfahrwerk. Wisst ihr was? Der fühlt sich besser an als der X3. Viel besser. Also der Jaguar schafft es nicht nur, also dieses komfortablere, dieses moderne britische Wohnzimmer einzubringen. Gleichzeitig schafft er das auch noch, mir ein gutes Gefühl zu geben in den Kurven. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte wirklich Bedenken, lohnt es sich noch zu Jaguar zu gehen, nachdem der Alfa Romeo mich letzte Woche so emotional mitgenommen hat. Ich habe mir wirklich letzte Woche gedacht, eigentlich könntest du gleich unterschreiben, den nimmst du mit. Und jetzt bringt mich der Jaguar in diese eine missliche Situation, dass ich tatsächlich eine Auswahl habe. Ich nicht einfach sagen kann, der Alpha, das ist es, sondern dass ich tatsächlich für mich entscheiden muss, ein Auto, was nicht oft auf der Straße ist, was man nicht so oft sieht, was toll ausschaut, das haben beide. Und beide sind Spielen, die Vorurteile, sage ich jetzt mal, und die Dinge, die man sofort denkt, wenn man an diese Automarken denkt, also an britische Autos und italienische Autos, spielen beide in ihrer Liga richtig geil aus. Meine Entscheidung ist jetzt, was davon nehme ich? Ein bisschen mehr den Fokus auf Sport oder ein bisschen mehr auf den Fokus Komfort? Okay. Nehmen wir jetzt nochmal, bevor wir am Ziel ankommen, wir schalten jetzt mal zurück in den Komfortmodus. Das ist auch so schön, wie man einfach so schnell hier in den Bedienelementen drin ist. Man kann hier wirklich, bevor wir zum Fazit kommen, jetzt sagen wir das nochmal. Es macht einfach alles Sinn. Also all die Fächer, all die Sachen, die ich habe, die machen einfach Sinn. All die Knöpfe, die ich habe, die machen einfach Sinn. Ich muss mir nicht, wie bei anderen Autos, die ich jetzt schon hatte, wo ich irgendwie gucken muss, boah, wie kann ich denn jetzt hier irgendwas drücken oder einstellen oder irgendwie bestimmte Sachen machen. Das ergibt hier einfach alles Sinn. Und ich fühle mich sofort wie zu Hause in dem Auto. Ich habe das jetzt erst seit 10 Uhr, so seit 3 Stunden habe ich das jetzt. Und von der Bedienung, wann, wie, wo, was, welche Tasten, als ob ich länger unterwegs bin. Das ist einfach so einfach, so intuitiv. Das ist halt auch sehr, sehr schön an dem Auto. Eben auch das mit der Modernisierung
was der Verkäufer sagte, dass ein paar Sachen an Tasten, die zuvor rein per Touch waren, hier wieder ins Analoge gerückt sind. Und es gibt wohl auch viele Updates. Der Verkäufer meinte, Updates werden hier auch over the air aufgespielt. Und manchmal setzt der Verkäufer sich rein und sagt selber, oh ja, cool, das Update, das hatten wir das letzte Mal noch nicht da gehabt. Kommen wir zum Fazit. Die letzten 5 Kilometer zum Ziel. Wir steigen nicht aus dem Auto aus, wir bleiben hier im Auto drin. Das Fazit. Das ist Autofahren auf wirklich einem ganz hohen Niveau. Es macht einfach Spaß, es fühlt sich gut an, es ist toll verarbeitet, das Infotainment ist auf einem modernen, tollen Stand, gestochen scharfes Bild, verbunden, und ich habe noch nicht mal die Vollausstattung hier, wie es verbunden ist mit dem jetzt hier teildigitalen Tacho, ansonsten gibt es noch den volldigitalen. Das ist einfach geil. Auch der Komfort, wie ich hier drinnen sitze. Könnten die Sitze ein bisschen mehr Seitenhalt, haben? Ja, könnten sie. Könnte hier oben denn dieser Nuppel dort, der mich so ein bisschen dort stört? Ja, okay. Aber im Großen und Ganzen ist es trotzdem sehr bequem. Es macht mir Spaß. Er fährt sich toll. Er dämpft Sachen, die Straße schön weg. Er nimmt die Kurven auch im Nicht-Sportmodus. Nimmt ihr die Kurven gut? Ich habe beim X3 hatte ich das Gefühl manchmal bei den Fliehkräften mit dem Sportfahrwerk, oh, der hohe Schwerpunkt von dem Auto, das kann man nicht machen. Das hatte ich hier gar nicht. Ich finde, auf dem Komfortlevel ist es, würde ich es mit einem Volvo vergleichen. Genauso komfortabel, bloß eben nicht mit diesem Feeling von, ich habe hier nur ein Wohnzimmer, sondern ich habe ein sportliches Wohnzimmer. Ich kann auch in den Sportraum, ich kann auch das Rudergerät ins Wohnzimmer reinstellen und dann machen wir ein bisschen Sport. Das Feeling ist halt auch da, das gefällt mir. Ich mache nochmal ein extra Vergleichsvideo. Aber für mein erstes Feeling von all den Autos, die ich jetzt gefahren bin, ist, ich werde mich entscheiden müssen zwischen dem Jaguar und dem Alfa Romeo. So, wir sind am Ziel angekommen. Danke, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Wenn ihr euch die anderen Videos noch nicht angeschaut habt, dann schaut mal hier. Da sind noch die Videos von den anderen Autos, die ich mit angeschaut habe. Und schreibt mal, habt ihr schon irgendwie Erfahrung mit Jaguar gemacht? Schreibt es in die Kommentare, wie würdet ihr euch zwischen diesen ganzen Autos entscheiden? Und das Wichtigste ist, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da und folgt uns für mehr. Danke.